Heute vor genau 10 Jahren, nämlich am 16. März des Jahres 2008, begann die Finanzkrise. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Ja, so in der Nachbetrachtung verbindet man ja die Finanzkrise immer mit Lehman Brothers, aber es war die Investmentbank Bear Stearns, damals die viertgrößte US-Investmentbank, die zuerst kippte. Der Aktienkurs von Bear Stearns schon vorher unter Druck. Die Rettung kam dann, oder die Übernahme kam dann an einem Sonntag. Am Donnerstag lag der Aktienkurs von Bear Stearns noch bei $57, am Freitag dann bei $30. Am Samstag sagte die Bank, oh, unsere Liquiditätssituation hat sich massiv verschlechtert und musste dann am Sonntag aufgefangen werden. Und JP Morgan war der Auffänger, zahlte für Bear Stearns sagenhafte $2, also eine Aktie, die noch am Donnerstag $57 gekostet hatte, wurde dann übernommen für $2. Im Nachhinein hat man dann den Kaufpreis auf $10 erhöht, aber sei es drum, es war das Kippen der Bear Stearns Investmentbank, die eben auch mit Produkten sich vollgesogen hatte, die eben hier diese Subprime Loans enthalten hatte, und das war der eigentliche Beginn. Später kam dann Lehman Brothers dazu, kam dann sozusagen das ganz dicke Ende, obwohl es dann wirklich auch gedauert hat, bis nach der Lehman-Pleite dann die Dinge sich entfaltet hatten. Jedenfalls ist wahrscheinlich die Nichtrettung von Lehman Brothers dann wohl darauf zurückzuführen, dass man eben Bear Stearns, die Nummer 4, schon gerettet hatte und die Nummer 5, nämlich Lehman Brothers, meinte dann nicht mehr retten zu müssen. Ja, ist das ein Omen für das, was vielleicht in den nächsten Wochen auf uns zukommt? Wir werden sehen. Jedenfalls ist es normalerweise so, dass die zweite Hälfte des März saisonal nicht so furchtbar günstig ist für die Aktienmärkte. Wir sehen, dass in der letzten Woche sehr, sehr viel Geld in US-Aktien geflossen ist, vor allem in Tech-Werte mal wieder, in amerikanische Tech-Werte. Und heute ist der Nasdaq der schwächste der drei Indizes. Also möglicherweise haben da alle schon gekauft, die kaufen wollten. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt ist man auf der Suche nach den Käufern. Heute Hexensabbat. Das Aufregendste daran war, dass die Eurex erstmal nicht funktionierte. Mithin gab es also keine DAX-Kurse bis 9.45 Uhr. War nicht so furchtbar viel los dann am eigentlichen Verfall. Um 13 Uhr hat der DAX mal so ein bisschen rumgezuckt. Aber die Zeiten sind vorbei, als es wirklich auf und runter ging an diesen Verfallstagen. Wir haben heute Konjunkturdaten gehabt in den USA mit sehr schwachen Immobiliendaten, Baubeginne, Baugenehmigungen, aber einem geradezu euphorischen Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Höchster Stand seit 2004, was die generelle Einschätzung betrifft, aber die aktuelle Lage wird so gut beurteilt wie noch nie in der Geschichte. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Amerikaner jetzt gute Laune haben, weil etwas mehr Geld in der Tasche ist nach der US-Steuerreform. Ansonsten, was ist ansonsten? Na klar, das Thema Handelskrieg ist nach wie vor virulent. Unser neuer Wirtschaftsminister Altmaier wird nach Washington reisen, weiß noch gar nicht, wen er da treffen wird, versuchen, die Dinge hier ein bisschen gerade zu rücken, ein bisschen zu verhandeln, was man machen könnte. Mal sehen, ob der Saarländer da bei den ausgebufften Herrschaften der Trump-Administration hier wirklich sich würde durchsetzen können. Es beginnt in der nächsten Woche dann das G20-Treffen der Finanzminister in Buenos Aires. Da wird unser neuer Finanzminister Scholz hinreisen und sich auch mit Steve Mnuchin, dem US-Finanzminister, auseinandersetzen müssen. Also man ist dabei, jetzt so ein bisschen zu verhandeln und zu gucken, wie kriegen wir die Kuh vom Eis. Aber die Frage ist, kommt die Kuh vom Eis? Und ich meine, es wird sehr, sehr schwer, die Kuh vom Eis zu kriegen. Da müsste Deutschland schon sehr viel anbieten. Die Amerikaner sagen, ihr Deutschland, ihr seid einfach Profiteur des Handelssystems, jetzt wollen wir was zurückhaben, ihr müsst eure Verteidigungsausgaben erhöhen und ihr müsst mehr amerikanische Produkte kaufen, welche auch immer. Jedenfalls dürfte das eben dann das große Thema werden. Ansonsten, naja, es ist nicht so furchtbar viel Bewegung an der Wall Street, der DAX hält sich ziemlich gut. Wir wollen uns einfach mal die Chose anschauen in den Charts und gucken hier rein, was wir hier sehen. Das ist der liebe DAX, der sich relativ gut hält, muss man sagen. Der ist durchaus robust. Möglicherweise liegt es daran, dass der Euro heute ein bisschen schwächer geht oder weil er einfach ein bisschen aufholen muss gegenüber der Wall Street, die ja deutlich besser war in den letzten Wochen als eben der DAX. Schauen wir uns mal die Kameraden in den USA an, zum Beispiel der Nasdaq. Und der sieht nach meiner Auffassung nicht so hübsch aus. Da sind wir jetzt in dieser Entscheidungszone. Da ist sozusagen Unsicherheit und jetzt wird sich der Weg weisen, wo laufen wir hin. Sieht für mich so aus, als würden wir da nach unten erstmal ausbrechen. Und dazu würde auch passen, dass eben wahnsinnig viele Mittel in
die Tech-Aktien der USA geflossen sind. Da fehlen jetzt die Käufer, weil eben alle schon drin sind. Schauen wir uns mal den Dow Jones an. Da sehen wir hier, der ist etwas besser auf der Brust, obwohl Boeing, wie wir gleich sehen werden, mal wieder schwächelt, 24.989. Der S&P 500 bei 2.755 Punkten. Irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, weiß nicht so genau, wo er hin soll. Und wenn wir uns mal den Vergleich zwischen dem DAX und dem S&P anschauen, dann sehen wir hier den schwarzen Chart, ein etwas längeres Zeitfenster, 6-Stunden-Chart. Sehen wir hier den S&P noch deutlich besser als hier den DAX. Der orangene Chart im kurzen Zeitfenster sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Da sehen wir, dass der DAX hier, der orangene Chart, sich besser hält als eben der S&P. Also es gleicht sich irgendwie alles wieder aus. Was macht der Euro? Der ist unter Druck heute. Wir sind unter die 1,23er Marke gefallen. Der Dollar heute insgesamt stark, eigentlich ohne wirkliche Gründe. Warum ist der Dollar stark? Dafür gibt es keine wirklich sehr konkrete belastbare Argumentation. Wir sehen den Dollarindex hier deutlich nach oben schießend in Richtung 90er Marke wieder. Hier der Juni-Kontrakt. Wir haben aufgrund der Dollarstärke dann eben auch wieder Schwäche bei den Edelmetallen. Gold 1313, Silber hier mit dem zwischenzeitlich doch etwas heftigen Abverkauf 16,25 $. Wir haben den Ölpreis wieder mehr oder weniger unverändert und aktienseitig haben wir ein paar interessante Entwicklungen. Boeing wieder schwächster Wert im Dow Jones, also man nimmt das da durchaus ernst hier, diese ganze Thematik Handelskrieg, ja, nein, wenn die Amerikaner ernst machen und alles deutet darauf hin, dass eben in der nächsten Woche dann sozusagen die Party losgehen wird in Sachen Handelskrieg. Es ist vor allem die derzeit noch laufende Untersuchung des Diebstahls geistigen Eigentums, wie die Amerikaner das nennen, durch Chinesen, die weitreichendste Konsequenzen haben wird. Da kann es sein, dass praktisch massive Zölle eben erhoben werden als Entschädigung für den Diebstahl, wie die Amerikaner es sehen, ihres geistigen Eigentums. Wir haben aus dem DAX eine Deutsche Bank, die heute nochmal Zahlen gemeldet hat, die noch schlechter waren als in der ersten Veröffentlichung, weil man eben hier nachträglich noch ein paar steuerungünstige Faktoren mit einbuchen musste, aber vor allem hat man klar gemacht, dass man 2,2 Milliarden an Boni ausgeschüttet hat und es sind die Boni, die sozusagen die Bank hier in den Verlust bringen. Muss man sich mal vorstellen, die Deutsche Bank hat seit 2010, glaube ich, 4 Kapitalerhöhungen gehabt im Volumen von 30 Milliarden Euro. Man hat 15 Milliarden Euro bezahlt für Rechtsstreitigkeiten und jetzt hat man massive Summen mal wieder ausgegeben für Boni, weil man sagt, ja, man muss ja die guten Leute halten. Naja, ob die Argumentation wirklich so schlüssig ist. Und wir haben abschließend noch eine Wells Fargo, die vorhin unter Druck gekommen ist, nachdem die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, gesagt hat, wir werden nicht nur sozusagen jetzt untersuchen den Bereich Private Retail Clients, da gab es ja massive Probleme, dass die Bank sozusagen Konten erfunden hat, sondern wir werden jetzt uns auch die Vermögensverwaltung, das Wealth Management der Bank anschauen, daher die Aktie unter Druck und das hat so ein bisschen die Stimmung auch an der Wall Street verdorben. Es ist nach wie vor nicht klar, wohin die Märkte eigentlich wollen. Manches deutet darauf hin, dass wir vor einer Entscheidung stehen, vor einer heftigen Bewegung stehen. Ich hatte in den letzten Tagen immer wieder gesagt, wir haben so Trompetenformationen, sich zuspitzende Formationen, Keilformationen, Einkeilungen sozusagen und die neigen dazu, sich irgendwie in einer heftigen Weise zu entladen. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich erstmal ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich auf jeden Fall auf selbiges und hoffe, Sie haben viel Spaß dabei. Ich hoffe dann auch weiterhin. Wir sehen uns am Montag. Bis dann. Ciao.